Wenn ich jetzt deine Einladung machen möchte, dann sage ich, hey, hallo, ne? Ja, aber warum möchtest du denn Hey, meine hallo. machen? Einfach nur aus Jux, weil ich da Bock drauf habe. Hey, hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist auf jeden Fall ein Update-Video von Planet Zoo. Ich bin heute nicht allein da, weil ich bin ja, wie jeder weiß, erkältet. Ich erzähl's auch jedem. Und deswegen habe ich mir tatkräftige Unterstützung dazu geholt. Und das ist nämlich der Sean McBeard. Ja, moin. So Moin. sagst du doch Ich immer, sage ne? herzerfrischendes Moin Moin, ja. Oh, Entschuldigung, dein herzerfrischendes Moin Moin. Ja, das finde ich gut. Ja. Nee, das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen. Nicht das erste Mal, dass wir reden. Nee, nee. Aber das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen. Und wir haben das diesmal gemacht, weil erstmal Planet Zoo ist ein Jahr alt. Also schon länger. Und dann haben die heute was angekündigt. Oh ja, das haben sie. Animal Talks. Ja, wie auch immer wir das nennen wollen, ne? Das ist ein bisschen seltsam. Wir haben darüber gesprochen, wie man das übersetzen soll. Und wir sind zu keinem Entschluss gekommen. Nee, überhaupt nicht. Also irgendwie alle Übersetzungen passen nicht so ganz, ne? Weil ich dachte als erstes so an Zooführungen, aber es sind ja keine Führungen. Nee, vielleicht sollten wir erstmal erzählen, was da überhaupt los ist. Genau, ja. Es wurde ein Update angekündigt. Also es werden noch viele andere Sachen kommen. Es steht nämlich im Forum, der Forum-Post ist auch verlinkt unten. Da steht, dass über die nächsten paar Wochen weitere Dinge gezeigt werden, an denen Frontier, also die Entwickler von Planet Zoo, gearbeitet haben seit dem letzten Update. Genau. Und das hier ist jetzt eine von den Sachen, an denen sie gearbeitet haben. Und das Genau, sind und halt diese Zooführungen, wie du schon sagst. naja, ja und nein, ne? Also, sie nennen das, wie du schon sagtest, Animal Talks, aber so wirklich Führungen sind das nicht. So habe ich es erst verstanden. Aber ja, also, wie sagen sie es im Forum? Es sind auf jeden Fall Lehrer oder Führer oder Pädagogen, die das Ganze leiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die sollen natürlich den Zoobesuchern Fakten über die Tiere erzählen. Und noch ein bisschen mehr, aber dazu kommen wir, denke ich, mal später. Und ja, das bringt natürlich den Besuchern das Wissen, das ihnen vermittelt wird, und wohl auch Happiness, also Fröhlichkeit. Und das findet an gewissen Orten statt. Genau, es gibt quasi so ein Item, Ja. so ein Gesprächspult. Ja. Auch wenn es kein Pult ist, es ist mehr so eine Gesprächssammelpoint. Ja, so würde ich das sehen, weil, weißt du, wie in den Städten, so diese Stadtführung, quasi so ein Wimpel, der da steht, so ungefähr. Also so eine Mülltonne mit einer Eule Es drauf. ist eine Mülltonne, ja. Ja. Ja, und genau, da die müssen wohl in der Nähe von ach, wie heißt das? Ich bin komplett raus. Das muss in der Nähe von einem Gehege stehen. Gehege, aber auch in der Nähe von den Vivarien funktioniert das wohl auch, Ach so, was echt? ich gelesen habe. Ja, Das habe ich das noch hat gar nicht Chanté gelesen. gesagt. Das habe ich gar nicht gesehen. So, Vivarien können das auch. Und dann ist Genau. ja der Sinn der Sache, dass wir einen Mitarbeiter haben, dieser Pädagoge oder Lehrer oder was auch immer das sein soll, der Unterrichter. Und der soll ja dann zu diesen Points gehen. Und man sieht das auch auf den Bildern, die gepostet wurden. Die haben dann ein Mikrofon. Und erzählen den Leuten dann was über die Tiere. Genau, und also mechanisch wird das wohl so funktionieren, dass man eben diesen Punkt in der Nähe von den Gehegen setzt oder eben den Vivarien und dort auch auswählen muss, um welches Tier es sich handelt. Also ein bisschen so wie diese Infotafeln, die man sonst immer an die Gehege klatscht. Und dort dann eben Mitarbeiter, also es ist ein neuer Typ von Mitarbeitern, dieser Lehrer, wie auch immer, oder wie ihn nennen wollen, eben seinen eigenen Plan hat, wann er dort erscheint, was wohl monatlich funktioniert, wenn ich das so richtig rausgelesen habe. Ja. Weil wer kennt es nicht, wenn man nicht genau diesen einen Tag in den Zoo kommt, hat man einfach Pech. Und Es stimmt ja, ne? So ist das ja. Du Ja, kommst. ja.
Und der kommt dann eben hin und erzählt, fängt an zu erzählen, so habe ich das verstanden. Und dann sammeln sich wohl die Leute um ihn rum und hören zu. Und Frontier sagt ja, oder Chanté in dem Fall, sagt ja auch, man soll dann auf jeden Fall genügend Platz auf den Wegen lassen, weil sich eben wohl relativ viele Leute drum rum sammeln würden. Ich sehe schon wieder Wege, die komplett verstopft sind und keiner mehr durch kann. Ja. Und ja, dann erzählen die da wohl auch was. Und noch eine coole andere Sache. Wollen wir direkt darüber sprechen? Direkt, kannst du direkt. Gut, dann hau ich hau's jetzt einfach raus. Hau raus jetzt. Ja, komm, ja. Raus. Okay, ich hau's raus. Und sie werden wohl auch gewisse Tiere füttern. Also, ja, einfach fressen, rüberwerfen, ja, über genau. Die Mauer. Die haben dann so ein Steak dabei und dann hauen die das dann genau. Rein, den Tigerkäfig. Ja. Zumindest, wenn die wohl die Gehegebegrenzung nicht zu hoch ist. Also die muss schon so sein, dass es rüberwerfen kann, wenn du jetzt so eine 20-Meter-Mauer... Wird ja wohl über die 20-Meter-Mauer werfen können. Ja, also ich bitte dich, ne, dafür werden sie ja hier ausgebildet. Und wohl auch nicht, wenn dahinter direkt Wasser ist, was ich ein bisschen schade finde. Aber gut. Also es muss Erde dahinter sein und flach. Da hab ich gerade drüber nachgedacht. Was ist denn, wenn ich selber eine Barriere baue? Kann er da auch drüber werfen? Das ist eine sehr gute Frage. Weil wenn ich jetzt eine Mauer hinbaue, ja. Erkennt das Spiel das ja eigentlich nicht als Mauer. Nee, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man dann mal ausprobieren sollte. Ja, habe ich jetzt gerade so drüber nachgedacht. Ja. Na, aber so wird es sein. Es gibt natürlich verschiedene neue Overlays. Mhm. Die halt mit diesem Typ Item zu tun haben, also mit diesem Talking Point, ne, wie nennen die das? Talk Point, Animal, ne? Talk Point. Genau. Ja. Also mit dieser Informationsstation. Genau. Mit der Mülltonne mit der Eule drauf. Die Eulenmülltonne, so können wir sie ja ab jetzt nennen. Da gibt es ja verschiedene Sachen, wie ich auch schon sagt, dass man da das Tier einstellen kann. Sagen wir haben Gehege mit Zebras und Gazellen, dass du dann auswählst, die sollen nur über die Gazellen sprechen. Genau. Was auch cool wäre, wenn die über die Tiere gemeinschaftlich sprechen könnten, aber das ist wahrscheinlich, du verstehst es ja eh nicht. Nee, eben. Aber es wäre cool, wenn das über das Gehege informieren würde, vielleicht. Das wäre wirklich cool, aber so verstehe ich den Forum-Post leider nicht. Und das ist auch einer der Punkte, warum wir so Probleme haben, das diese Animal Talk richtig zu übersetzen. Weil das Erste, was einem natürlich in den Sinn kommt, sind Zooführungen. Aber das ist es nicht. Also da ist nicht einer, der eine Gruppe von Personen durch den Zoo führt, von Gehege zu Gehege, sondern der kommt dann zu diesem Punkt an einem bestimmten Zeitpunkt und erzählt dann was über dieses eine Gehege und geht dann wieder. Ja, und das, man setzt natürlich auch fest, an welchem Monat der kommt. Genau. Und wenn er nicht zu dem Monat erscheint, dann wird das Ding abgesagt. Genau, und da steht aber auch noch nichts drin, aber ich nehme mal an, das führt dann auch zu negativen Boni, also Mali, und ja, also davon gehe ich mal aus, weil die werden das ja nicht ungestraft lassen, wenn man quasi ständig was ankündigt, die Gäste quasi, und dann heißt es so, Surprise, heute nicht. Da steht ja auch, dass es eine Preparing Phase gibt, also eine Vorbereitungsphase, In der vielleicht andere Musik läuft oder aus dem Lautsprecher kommt, gleich geht's hier los, und dann sammeln sich die Leute da, ne? Genau. Aber die große Frage, die ich mir jetzt auch stelle, ist der Mitarbeiter denn schon da? Weil sonst muss er durch die Menschenmenge durch. Und so wie ich das Spiel verstehe, schafft er es nicht. Ja, das war auch das allererste, was ich gedacht habe. So, ey, das ist eine wirklich super Idee, auch wenn es eben keine Tour ist. Aber eine coole Sache. Und dann dachte ich, ja, und was ist, wenn Leute den Weg versperren? Also wir kennen das ja alle, die das Spiel spielen. Da hast du manchmal so Menschentrauben und dann kommt dann kein Zoowärter mehr durch. Was ist denn, wenn der da nicht durchkommt? Ja, und bei den Gehegen baust du mittlerweile die Türen schon abseits des Weges, damit die Mitarbeiter immer hinkommen. Aber das steht ja auf dem Weg. Ja, richtig. So, das wird auf jeden Fall spannend. Es gibt einen neuen Mitarbeitertyp. Es gibt das neue Item. Ich bin gespannt, oder wir sind ja auch zusammen gespannt, ob es vielleicht andere Sachen gibt für dieses Item. Ob es das nur diese Eule gibt oder vielleicht auch andere. Weil auf den Bildern, auf den beiden Bildern, da sieht das gleich aus, ne?
Korrekt, ja. Ja. Das sieht so aus wie eben so eine Mülltonne mit einer Eule oben drauf und einer Stange mit einer Lampe und vier Lautsprechern, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Aber vielleicht gibt es da andere Designs. Das wäre wünschenswert, ja. Das wäre wünschenswert. Und dann wird es spannend zu sehen, warum sollte ich den hier platzieren und nicht einen von diesen vorgegebenen Lautsprechern. Mhm. So, das muss ja noch irgendeinen anderen Boni geben dann. Ja, hoffen wir es. Das wird spannend. Oder auch kann ich mehrere Stationen haben an einem Gehege? Oh, gleichzeitig beschallt werden von mehreren Leuten, die... Oder zwei Ecken des Geheges? Das, denke ich, wird... Also, ja, na klar, warum sollte das nicht gehen? Das geht ja auch mit diesen Infotafeln, ne? Eben. Hm. Also, grundsätzlich finde ich, ist das keine schlechte Idee. Ich bin gespannt, wie es später passieren wird. Fortgeführt wird. Und ein neuer Mitarbeitertyp ist vielleicht auch ganz witzig, ne? Ja, bin ich immer dafür. Denke ich mal. Bin ich auch dafür. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mhm. Wir sind gespannt. Und wir sind auch gespannt, wie die das übersetzen wollen. Animal Talk. Oh ja, das Tiergeschwätz. Ja, und dann haben wir, glaube ich, auch alles abgearbeitet, was jetzt so ist, oder? Genau, einfach, also das Einzige, was eben noch im Forum-Post steht, ist, dass sie innerhalb der nächsten Tage und Wochen uns eben mehr Informationen geben wollen. Und es sieht wohl so aus, als wäre das nicht nur eben das einzige Feature, sondern mehr Features. Sprich, es wird ein großes Update geben und ich denke, wir können dann auch ein DLC erwarten. Davon kann man ausgehen, auf jeden Fall. Alles, was man bis jetzt so gesehen hat, wie die das gehandhabt haben. Ja, eben. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt, zusammen mit uns gespannt und hoffentlich schaut ihr nächstes Mal auch wieder vorbei. Es könnte ja sein, dass es dann auf Seans Kanal ist, deswegen ist der natürlich auch nochmal verlinkt. Schockiert. So sind wir. So sind wir. Ja. Wenn ihr da noch nicht vorbeigeguckt habt, dann tut das auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns ja alle spätestens wieder im nächsten Video, wa? Richtig. Also im nächsten Informationsvideo. Bis dahin. Bis dann. Tschö. Ciao, ciao.